Willkommen bei einem neuen Subgenre-Video vom Nonnennetz. Heute darf ich mich mit meiner Kollegin Catherine Snow über die Präastronautik unterhalten. Ich bin Eleanor Avell, Autorin, Grafikerin und Gamerin. Ich bin Catherine Snow. Ich bin Fantasy-Autorin, mittlerweile auch ein bisschen im Sci-Fi angesiedelt und bin das mit Leib und Seele und freue mich wirklich schon sehr auf unseren Talk. Ja. Genau. Ja, was ist denn Präastronautik? Das ist ein sehr spannendes Subgenre. Und im Prinzip, ich sage immer, das ist Science Fiction meets Archäologie. Ich muss sagen, ich finde das auch wahnsinnig interessant, weil es ja doch um vermeintliche außerirdische Präsenzen geht auf der Erde. Und ich meine, die Möglichkeiten sind ja wirklich vielfältig, nahezu endlos. Und ich meine, es gab das Ganze ja schon in Mitte, spätes 18. bis 19. Jahrhundert. Genau, das Präastronautik-Genre ist gar nicht so jung. Man möchte meinen, oh, das ist eine neue Entwicklung, aber Präastronautik gibt es tatsächlich schon ziemlich lange. Wo man aber ein bisschen aufpassen muss, ist das Subgenre tatsächlich etwas von dieser Pseudowissenschaft zu trennen. Pseudowissenschaft, das ist, ja, sagen wir mal, eine wissenschaftliche Überlegung, die nicht wirklich auf nachvollziehbaren Kausalketten oder Begründungen besteht, sondern eher auf Thesen, die sich nicht beweisen lassen. Deswegen heißt das Pseudowissenschaft. Ja, ich würde sagen, wir starten quasi mit dem einen Teil, weil wir haben ja gesagt, ne, Science Fiction meets Archäologie. Also fangen wir mit dem einen Teil an, der Kultur. Wichtige Basis. Gerne. Ja, also ich meine, da gibt es ja dann doch viel, weil es gibt ja auf der ganzen Welt verteilt immer wieder irgendwelche Gebäude oder Bauwerke, die sich eigentlich nicht erklären lassen. Nehmen wir jetzt mal die Osterinseln. Du steigst schon echt gut ein, weil wenn jemand Präastronautik nämlich kennt, denkt er zuallererst an Pyramiden. Das ist das, was am bekanntesten ist, wenn man an die Präastronautik denkt. Aber es gibt super viele andere Sachen, die da eben auch mit reinzählen und die faszinierend sind, weil diese Kulturelemente so mystisch fast wirken. Genau. Das stimmt. Also ich meine, ich habe dir ja auch schon erzählt, ich bin an manchen dieser Orte auch schon gewesen. Also ich habe mir schon Chichen Itza angesehen. Ich war schon bei den großen Pyramiden und Stonehenge habe ich auch schon gesehen. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es sind magische Orte. Also man hat schon das Gefühl, dass dort Schwingungen vorhanden sind. Also für mich ist es total logisch, dass es darüber auch Bücher gibt im fantastischen Sinne. Ich glaube, das ist ja für uns alle so, wenn wir zu solchen Bauwerken kommen. Auch wenn das jetzt nicht diese mystischen sind, sondern die etwas näher dran liegen, wie zum Beispiel Barockschlösser oder sowas. Wenn man da reingeht, hat man ja, oder alte Burgen, stellt man sich ja auch als Autorin sehr viel vor. Jetzt schwebt hier gerade irgendein Geist entlang. Oder wie sah das wohl aus, wenn die Person mit ihrer passenden Kleidung hier entlang marschiert ist? Was haben die Leute hier wohl gemacht? Oder ist ein Fleck auf dem Boden? Was könnte hier passiert sein? Und zusätzlich zu dieser leichten Idee, wie könnten hier die Menschen gelebt haben, sind es natürlich bei diesen Plätzen, die du jetzt auch beschrieben hast, auch die Osterinseln, Kulturen, die schon so alt sind, dass sie von uns so weit entfernt sind, dass wenig geschichtliche Aufzeichnung existiert, wo die zugrunde liegenden Regeln auch sehr weit entfernt sind von unserem eigenen Kulturgut, weil es wenig mit den modernen Religionen zu tun hat, sondern eher mit den heidnischen Kulturen. Und das mischt sich dann alles noch so mit rein, diese Faszination für die Dinge, wie sie früher waren, dieses Geheimnisvolle, worüber man nicht so viel weiß, und dann trotzdem so ein Riesenbauwerk, wo du denkst, wie haben die das gemacht damals? Ja, vor allem auch, die meisten davon sind ja auch an gewisse, ich sage jetzt mal, Sonnentage ausgerichtet, wo es dann wieder irgendetwas Spezielles zu sehen gibt, wo man sich dann natürlich auch fragt, wie haben die Menschen das damals gewusst? Haben sie das bewusst errechnet? Genau, wie haben die das gemessen? Ja. Oder
sehr, sehr fortschrittliche Dinge, die sie eingebaut haben, jetzt bei den alten Ägyptern. Wie haben sie Licht reingebracht, wenn die nicht überall Fenster installiert haben? Dann diese Spiegelsysteme, die die Leute da teilweise hatten. Dann gab es Kanalisationen, Sachen, die für uns gesehen jetzt erst in modernerer Zeit entwickelt worden sind. Lange war das nicht bekannt und dann wurde das entdeckt. Oh mein Gott, die haben da schon Sachen gemacht, die vergessen worden sind wieder. Warum? Wie kann das passieren? Ne? Wie ist das verschollen? Genau, und Stonehenge hast du aufgezählt, Osterinsel, diese Köpfe. Ne? Die finde Genau. ich auch total spooky, weil da stehen einfach diese Köpfe und die schauen aufs Meer raus. Ne? Man weiß nicht, was machen die? Wofür waren die da? Was haben die symbolisiert? Dann aber auch die Kultur der Babylonier. Das ist ja eine Kultur, die ich wahnsinnig spannend finde. Darüber habe ich in der Schule auch Referate gehalten, weil das eine extrem fortschrittliche Kultur war zu einer sehr, sehr frühen Zeit. Die hatten die erste Schrift, diese Keilschrift, die sie benutzt haben. Die Siegel für diese Schrift, die sie in Tontafeln reinrollen konnten. Also wahnsinnig tolle Erfindungen für eine sehr, sehr, sehr frühzeitliche Kultur. Ja, die Kultur der Mayas, der Inkas, was du vorhin auch aufgezählt hast, Chichen Itza. Und dann aber auch so ein bisschen mystische Sachen zählen da noch mit rein, ne? Atlantis. Kulturen, die verschollen sind oder als verschollen gelten, von denen man nicht weiß, gab es die wirklich? Gab es die nicht? Wenn es sie gab, wie gab es die? Wo gab es sie? Und wo gab es die? Genau. In der Geschichte der Menschheit, gerade so 16. 17. Jahrhundert, unzählige, ich will jetzt nicht sagen Beweise, aber Aufzeichnungen, von denen die Menschen gedacht hätten, ach, das könnte jetzt Atlantis sein. Ganz oft und ganz lange war ja angenommen, dass es unterhalb von Irland liegt. Echt? Das wusste ich gar nicht. Doch, wenn du es mal googelst, die Insel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Hi-Brasil, schreibt man mit Y, die mit Brasilien jetzt gar nichts zu tun hatte, aber davon, die Insel ist immer mal wieder aufgetaucht, dann mal wieder nicht. Also die hat auch so einen mystischen Touch und man glaubt halt eben oder glaubte damals manchmal, dass diese Insel eben Atlantis sein könnte, bis sie dann irgendwann einmal vollkommen von den Atlanten verschwunden ist, also. Ich meine, wir lieben ja alle Geheimnisse, ne? Deswegen sind diese Fragen, diese offenen Fragen bei Ländern, bei Herkunft, wo sind die Leute unterwegs, was machen sie, was tun sie, wo kommen sie her? Das ist wirklich wahnsinnig spannend. Und Dinge, die wir uns nicht erklären können, die landen ganz oft dann eben in religiösen Erklärungen oder eben auch dann in die mystischen Erklärungen. Ich meine, das ist ja alles in die spirituelle Richtung irgendwie. Wenn wir es nicht wissenschaftlich erklären können, das muss irgendwie magisch sein oder besonders special in die Richtung. Kornkreise sind ja zum Beispiel auch ein Element, das wahnsinnig gerne bei der Präastronautik verwendet wird. Da sind wir ein bisschen weg von der Kultur und kommen schon mehr in die Richtung Science Fiction, weil Kornkreise ja quasi als Hinterlassenschaft von Raumschiffen teilweise gedeutet werden. Und das ist nämlich genau dieser Punkt, wenn wir jetzt diese Kulturen haben, diese alten mystischen Kulturen, bei denen man sich halt fragt, wie sind die entstanden, wie konnte man dieses Wissen wieder verlieren, dass wir zu diesem zweiten Teil, mit dem das verschmolzen wird in der Präastronautik kommen, die Ideen, wie kann die menschliche Kultur von einer höheren Macht so beeinflusst worden sein, dass solche Dinge gemacht werden konnten, wenn man sich nicht vorstellen kann, dass das von Menschen gemacht wurde. Es ist natürlich auch, wenn man wirklich mal vor Ort war oder es sich auch mal einfach auf Bildern ansieht, gerade diese großen Steine, nehmen wir jetzt nicht nur die Pyramiden, sondern von mir aus auch Newgrange in Irland, habe ich übrigens auch schon gesehen. Warum hast du noch kein Präastronautikbuch geschrieben? Das würde sich doch quasi anbieten. Ich hab's mir während der Recherche auch gedacht. Fakt ist jedenfalls, wenn man sich das ansieht, fragt man sich wirklich, die Menschen damals hatten ja jetzt nicht die Mittel, die uns jetzt zur Verfügung stehen, mit riesigen Kränen und Elektronik und was auch immer. Und da fragt man sich dann schon, wie haben diese Leute das damals bewerkstelligt? Wenn die über Kilometer hinweg Ja. diese riesigen Steine an einen anderen Ort verschafft haben.
Ja, der Da ist es Transport, das. definitiv klar irgendwo, dass man sich dann schon Gedanken macht, kommt das dann von außen? Ja, die Idee einfach. Und wenn man halt auf Kulturen stößt, die der eigenen Kultur so wahnsinnig fremd sind, hat man natürlich teilweise dann den Eindruck, das könnte eventuell von außen kommen. Und hier haben wir nämlich auch die unterschiedlichen Theorien, Ideen bei der Präastronautik, weil es gibt nicht nur die eine Idee, wie man das miteinander verschmelzen kann, sondern mehrere Ansätze. Das eine ist, dass die menschliche Kultur sich zu einer früheren Zeit ganz extrem weit entwickelt hat, so weit entwickelt hat, dass sie selber schon Raumschiffe hatten, schon ins Weltall hinaus geflogen sind und dass dann irgendein Ereignis eingetreten ist, das dazu geführt hat, dass komplett diese Erfahrung, das Wissen verloren gegangen ist. Und da kann man dann entweder, es ist niemand übrig geblieben und die Kulturen sind einfach verschwunden und wir haben die Überreste hier zurück, oder dass zum Beispiel plötzlich Leute in Raumschiffen zurück zur Erde kommen, die vor Urzeiten mal dort gestartet sind. Also du fängst mit einer Science-Fiction-Gesellschaft an und die sagt, oh, wir müssen zu unserem Ursprungsplaneten zurück und dann stellst du fest, huch, das ist ja die Erde. Wir haben dann natürlich auch ein wenig in den Untiefen des Internets gegraben und haben eine tolle Autorin gefunden, die uns ein super Beispiel für präastronautische Fantastikliteratur geliefert hat, die wir euch natürlich jetzt nicht vorenthalten wollen. Die gute Dame nennt sich Doris Lessing und hat neben ein paar anderen Werken eben auch diesen Zyklus Canopus in Argos geschrieben. Sie ist übrigens eine der wenigen Frauen, die in diesem Genre wirklich bekannt geworden sind. Science Fiction ist ja tendenziell eh die Domäne der Herren und den Damen wird ja oft gesagt, Science Fiction könnt ihr nicht schreiben, weil das ist wissenschaftlich zu belegen und es müssen fundierte wissenschaftliche Thesen und Ideen recherchiert und auch dargelegt werden. Und das ist ja nun mal eher nicht so die gefühlsbetonte Welt der romantisch schreibenden Ladies. Doch, wir können das auch. Ich meine, wie viele Frauen gibt es, die Ingenieurinnen sind und da auch verdammt gut in ihrem Beruf? Gehen wir nochmal zu Frau Lessing zurück und ihrem Werk. Also beschäftigen tut sich das Ganze mit dem vielversprechenden Planeten namens Rohanda, was so viel bedeutet wie blühende, der blühende Planet und soll eben unsere Erde darstellen. Einst war der Planet mit sehr weit entwickelten Rassen verbunden. Aber durch eine Verschiebung von kosmischer Strahlung ist er nun komplett abgeschnitten. Und dabei spielen eben auch die von uns vorher erwähnten Steinkreise und die geometrisch angelegten Städte eine größere Rolle, sagen wir mal so. Und eben von dem einst schönen und vielversprechenden Planeten wird Rohanda nun zu einem Ort der Vernichtung und des Verderbens. Also man sieht, da hat man dann schön wieder eine weit entwickelte menschliche Rasse und einen Kataklysmus, der alles auslöscht, was man erreicht hat. Was auch in unserer Zeit dann wieder ein bisschen drohend über uns schwebt, weil wer weiß, könnte uns genauso passieren, dass wir einfach die Nächste in einer Reihe von ganz vielen Zyklen sind, die Das ist das ja auch gleiche. diese Idee, ne? Der Mensch und die sich selbst wiederholende Geschichte. Diese Idee, die wir haben, dass wir immer und immer wieder dasselbe wiederholen, was wir schon einmal gemacht haben. Das spielt dann auch so ein bisschen in Zeitreise-Science-Fiction mit rein. Dass wir einfach tatsächlich sagen, okay, die Kultur hat sich so weit entwickelt, dann haben wir uns selbst vernichtet. Und jetzt befinden wir uns genau wieder an dieser Schleife, an der wir schon einmal waren. Wir ruinieren alles, bis es wieder platt ist und irgendwas entwickelt sich daraus dann eben wieder, ne, und rätselt dann, oh, wo kommen denn diese Überreste dieser Bauwerke her? Genau. Es ist ja wirklich tatsächlich bei Präastronautik, egal ob man jetzt das Subgenre nimmt oder die Schwurbelwissenschaft, es ist nicht so einfach, tatsächlich Damen zu finden, die das vertreten. Und es gibt aber tatsächlich auch eine Dame, die bei diesen Pseudowissenschaften sehr in den Vordergrund gerückt ist. Und das erinnert mich sehr an Doris Lessings Geschichte, wobei die Erde nicht der Planet ist, sondern bei ihrer, wie nannten sie das, Systemesoterik, nennt sich diese ganze Grundüberzeugung, die die Dame vertreten hat. Und sie heißt Helena Petrovna Blavatsky. Ich glaube, so wird es halbwegs korrekt ausgesprochen. Und
Bei ihr ging es auch darum, dass wir sowas wie eine erleuchtete, erhöhte Lebensform waren und dass aber auf bestimmten Umständen wir all diese Kenntnisse verloren haben und quasi abgestiegen sind auf dieses tierische Niveau. Und dann gibt es dann natürlich auch noch die Möglichkeit, nennen wir es mal so, eben dass Aliens von außerhalb auf die Erde gekommen sind und den Menschen hochentwickelte Technik zur Verfügung gestellt haben. Und in manchen Fällen waren diese, nennen wir sie jetzt eben Aliens, als Götter verehrt, die sich dann wieder durchziehen durch unsere ganzen Religionen in diesen Büchern. Und dann natürlich auch noch die Möglichkeit, dass Aliens sich mit Menschen paarten und neue Völker erschufen. Da gibt es ja auch unzählige. Das ist ja auch eine Idee, gerade bei der Pseudowissenschaft, ne? Da geht es Genau. viel um diesen Gedanken, unsere religiösen Ideen aufzulösen, zu sagen, das ist eigentlich alles gar nicht spirituell, sondern das ist alles wissenschaftlich durch einen Einfluss von außen hervorgerufen worden. Und Aliens, ne, da hätten sich halt mit den ursprünglichen Affenvölkern quasi der Erde gepaart, sodass man sagt, deswegen ist der Mensch nicht komplett zum ganzen Teil wirklich entstanden aus der Natur, sondern es ist halt dieser übernatürliche Einfluss von außen, dieser Aliens, dass wir so ein Denkvermögen haben, dass wir uns quasi abheben von den Tieren. Deswegen mag ich diese Theorie auch nicht so sehr, weil ich finde, sie ist relativ überheblich, dieses wir sind besser, wir haben irgendwas Spezielles, was von der Natur nicht hervorgerufen werden kann und deswegen sind die Menschen eben die dominante Spezies auf dem Planeten. Aber es gibt nicht nur die Theorie, dass die Aliens sich quasi mit den tierischen Bewohnern des Planeten gepaart hätten. Ich wüsste nicht, warum die das machen sollten, ist mir etwas dubios, sondern dass sie eine Ursuppe hergestellt haben und diese Ursuppe quasi auf Planeten verteilt haben, damit sich dort dann Leben entwickelt. Dass also das die alternative Variante ist, wie Aliens dafür verantwortlich sein können, dass eine besondere intelligente Art von Leben sich quasi auf verschiedenen Planeten im Universum entwickelt hat, ohne dass das aus natürlichen Ressourcen jetzt quasi entstanden wäre. Wie wir auf das Thema Präastronautik überhaupt gekommen sind. Wir haben eine Nonne bei uns im Netzwerk, die Jasmin Engel, die sich aktuell nämlich mit dem Thema beschäftigt und ein Werk dazu schreiben wird. Ja, ansonsten. Hoffen wir, dass wir jetzt einen guten Einblick in die Präastronautik gegeben haben mit dem Video und hoffen natürlich auch, dass ein paar von euch noch mehr Lust drauf bekommen haben, Bücher aus dem Subgenre der Fantastik zu lesen oder vielleicht auch selbst zu schreiben. Vielen Dank, dass ihr das Video geguckt habt und dann bis zum nächsten Mal.